und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Brothers A Tale of Two Sons. Wir befinden uns hier auf einem Schlachtfeld der Riesen, sage ich jetzt mal so. Also hier gab es irgendwie einen Kampf und die Brüder müssen jetzt irgendwie runter. Ja, halte ich eine fest. Ich würde die Kamera gerne drehen, wenn das geht. Okay, der Kleine hält sich fest und der Große schwimmt. Alles klar. Oh, ist ja nicht weit. Ja, ist ja nicht weit. Ja, da sind wieder die Geier. Oh, die sind so hässlich, diese Geier. Ich schau mal eben, was es hier so gibt. Okay. Nee, da kann ich nur mal runter. Muss ja irgendwie da hoch. Okay, der Große muss helfen. Oder auch nicht. Okay, da kommen wir irgendwie so nicht an. Ja, so war das genau. Wie kommt er erst da hoch? Na, hält der Ast das aus? Ja, anscheinend ja. Das ist schön. Hoppala. Oh, hier ist noch so ein Kopf. Kann ich irgendwas machen? Können wir das beide schienen? Nee, ne? Das ist wahrscheinlich zu groß. Nein, das geht nicht. Dann müssen wir wahrscheinlich hier natürlich hoch. Ah, hier muss ich festhalten. Ah, okay. Oh, der fällt runter. Oh. Das wollte ich ja eigentlich gar nicht. Das tut mir jetzt sehr leid. Das ist natürlich nicht so ehrenhaft, also ihn so zu begraben oder so. Hier ist alles rot hier. Wir müssen jetzt hier durchs Blut. Hier liegen auch wieder ganz viele. Können wir hier hoch? Ja. Was ist denn da unten? Okay. Da! Darüber. Ah. Okay. Hätte ich mir auch denken können. Gehen wir da mal eben fix rüber. Oh. Der Bus weg. Und hier müssen wir wahrscheinlich schieben, oder? Geh ich mal auf. Wir haben den Fuß abgehakt. Oh mein Gott. Das ist mal. Irgendwie ist das aber auch brutal, ne? Das Spiel. So etwas. Oh Mann. Hacken wir einfach das Bein ab. Ich meine, der ist eh schon tot, aber. Ich will mal eben gucken, was hier noch war. Was ist das da unten? Da müssen wir bestimmt hin, oder? Ich bin gespannt, was uns da erwartet. Ist er tot? Der sieht aber komisch aus. Der sieht aber komisch aus irgendwie. Der sitzt so komisch. Nee, da muss ich mir aber mal eben die Kamera drehen. So. Aber dann geht der große Bruder schon mal rüber. Ich bin gespannt, ob die alle tot sind oder ob wir da noch Lebende finden.
Was müssen wir da denn schon wieder machen? Genau, schleicht euch da mal vorbei. Müssen wir den jetzt abschießen? Oder was wird das? Upsala! Die haben immer bestimmte Seiten, ist mir schon mal aufgefallen. Oh Gott, wir müssen die abschießen, oder? Na gut. Ja! Oh mein Gott, wir haben ihn in den Kopf geschossen. Sag mal. Ich finde das echt brutal. Jetzt müssen wir hier wahrscheinlich reinpusten, reinblasen, wie auch immer. Ob das so gut war, weiß ich nicht. Nicht, dass da noch irgendwelche Riesen kommen. Er kann das nicht. Süß. Seine Puste ist da viel zu schwach für. Anscheinend. Wir laufen hier mal weiter. Ja. Müssen wir hier wieder rüber? So, jetzt können wir da durch, weil wir ihn in den Kopf geschossen haben. Geht's hier weiter? Gott. Wie fließt das Blut richtig? Du hast es mal an, das ist ja schon so ein Wasserfall aus Blut. Mein Gott. Aber ich glaube, da kämpfen noch welche, oder? Das sind auch so Kampfgeräusche. Muss ich mal die Kamera drehen? Wo müssen wir denn hin? Da unten sind noch Leute, ne? Ja. Dann gehen wir mal hier hoch. Ich weiß nicht genau, wohin wir müssen. Hier wieder hoch. Dann sind wir aber ja wieder hier. Ich habe gerade irgendwie die Orientierung verloren. Wir müssen wieder hin. Oh. Ich weiß es gerade nicht. Hier können wir irgendwie nicht runter. Was müssen wir denn jetzt machen? Ich verstehe das jetzt gar nicht, wo wir genau hin müssen. Ja, aber wie willst du da hinkommen? Nee, warte mal, dreh mal so. Ich sehe da auch nicht viel, wenn ich die Kamera drehe. Nee, da kann ich auch nicht runter. Ich sehe erst gerade nicht, wo ich hin soll. Den haben wir eigentlich weggeschossen, um da hinzukommen. Oh, ich weiß es gerade nicht. Soll ich jetzt wieder zurücklaufen?
weiß es gerade nicht. Hier geht's auch hoch. Also ich weiß gerade echt nicht, wo wir hin müssen. Komm hier, geh rüber. Ich bin gerade ein bisschen ratlos. Ich weiß nicht, wie ich da runterkomme. Wahrscheinlich habe ich auch irgendwas übersehen. Ja, komm, geh. Oh, geh. Ja. Ich weiß es nicht. Da geh hier runter. Achso, da geht das nicht runter, okay. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ja, hier geht es auch nicht weiter. Na, eigentlich sind wir da ja auch hergekommen. Ich muss da mal in die Kamera drehen. Da! Ja, okay. Aber da sind wir ja auch. Ich habe wieder irgendwas übersehen wahrscheinlich. Oh, Natanae! Jetzt renne ich gerade irgendwie wieder zurück. Hier geht es ja nicht lang. Ja, da musst du rüber. Aber wie kommen wir hier ganz runter? Und da stehe ich hier oben. Ja. Kamera drehen. Ach, das ist ja. Was machen die da? Ein Ritual oder was? Weiter. Die scheinen ja irgendein Ritual abzuhalten oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Okay, da klopfen wir wieder nur denen. Die sind irgendwie so Höhlenmalereien. Aha. Oh, wir surfen. Oh, wie sind wir sauber? Wollen wir da echt hingehen? Nein. Wer ist das denn? Eine Frau. So, was müssen wir da jetzt machen? Wir gehen hier erstmal rüber. Ich denke mal, wir wollen die Frau retten. Die Frau. Geh hier rüber? Nee, da nicht. Yeah.
gut. Dann gehen wir da so hin. Mal gucken, ob das klappt. Ich hoffe, dass das so klappt, sonst sind wir am Arsch. Was muss ich jetzt machen? Na super. Okay, wir müssen laufen. Ja, wir müssen laufen. Okay, wir haben die Frau auf jeden Fall gerettet. Jetzt müssen wir, glaube ich, irgendwie abhauen. Auf jeden Fall. Was man hier nicht alles so erlebt. Wir laufen der Frau einfach mal hinterher. Kennt sich aber gut aus. Huch. Der Kleine ist hängen geblieben. Das ist ein Boot. Mahameda. Araba. Ah. Hier, da hin. Mabi hier. Okay. Das ist ein Boot. Das ist gar nicht so einfach zu paddeln. Mein Gott, das ist gar nicht so einfach, aber es sieht schön aus hier. Nee, ich will in die andere Richtung. Oh Gott, das ist gar nicht so einfach zum Steuern. Also, okay. So langsam begreife ich das. Aber auch nicht. Hä? Okay. Das war schön aus hier. Wir müssen ja ganz hinpaddeln hier. Gut, ich würde sagen, bevor wir jetzt weiter paddeln, würde ich den Part beenden. Ich bin gespannt, wo uns der Weg hinführt mit den Boot und was das noch mit dieser Frau hier auf sich hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like oder auch gerne einen Kommentar da. Ich würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal, eure Emily LP.